Wichtig ist uns die partizipative Stadtplanung, denn Städte können nicht oder womöglich gegen die Einwohner nachhaltig gestaltet werden. Also zunächst mal müssen wir uns, glaube ich, ganz klar verabschieden von der Vorstellung, dass Städte im globalen Süden antizipativ geplant werden. Also auch der Begriff Stadtplanung ist meines Erachtens für viele Städte einfach in Frage zu stellen. Der Umstand, dass man nicht mehr gesamtstädtisch planen kann, bedeutet für mich als Planer, vergiss das mal mit den Plänen und guck, in welchen zeitlichen Sequenzen und in welchen Teilräumen es Interventionen bedarf. Ich denke, wir brauchen definitiv Stadtentwicklung. Wir brauchen auch eine steuernde Stadtentwicklung, weil ich einfach nicht nur in Bangkok, sondern auch in anderen asiatischen Megastädten, aber auch in Regionalstädten gesehen habe, wenn das nicht existiert, wenn also dieses vermeintliche Chaos, wenn dieses einfach so laufen gelassen wird, dann tritt eines ein, nämlich eine unsägliche Ungerechtigkeit durch die Player, die dann gerade das Sagen haben. Wo, denken Sie, müsste man ansetzen, um mit möglichst wenig Geld möglichst viel positive Stadtentwicklung zu induzieren? Ich meine, man bleibt da auch bei klimafreundliche Verkehrsinfrastrukturen, Bodenrecht und Wohnungswesen. Und dazu kommt dann noch das gesamte Bildungswesen von frühkindlich bis postuniversitär. Ich denke, es ist extrem überfällig, sich das Thema Stadt anzunehmen. Stadt und ihre Komplexität muss endlich ernst genommen werden.